Jetzt ist es also soweit. Der Server wird geschlossen. Etwas Wehmut gucke ich auf meine Base. Sie hat mich jetzt echt seitdem der Server eröffnet ist, begleitet. So leer ist es mittlerweile geworden. Ich habe also sämtliche Tiere, so gut es geht, mitgenommen und gerettet. Jo, meine angefangene Maul. Die wird wohl auch dann nicht beendet werden können. Ja. Mit echt sehr großer Wehmut gucke ich hier auf meine Base zurück. Ich werde auch, glaube ich, nicht großartig viel erzählen. Ja, es ist zwar richtig, dass es nur ein Spiel ist und man auf einem anderen Server halt wieder neu anfangen kann und so weiter. Aber doch, es ist einfach ziemlich viel Arbeit drin und hier mein Bienenhaus. Ja, es ist einfach einem richtig ans Herz gewachsen. Wenn man hier so viel Zeit investiert hat mit dem Farmen, mit dem Bauen, die Leute, die man hier kennengelernt hat, auch da fehlt man, ja, zwangsläufig teilt man sich da auf, man geht nicht immer auf den gleichen Server. Aber auch das ist verständlich. Ja, ich gucke jetzt. Wie gesagt, einmal nur noch hier in der Runde, damit ich so die Base nochmal im letzten Abspann habe, im Augenmerk, wie sie aussieht, was hätte noch passieren können. Naja, ist halt ein Langzeitprojekt, was ich mir hier vorgenommen hatte. Weil ich nicht gedacht habe, dass irgendwann der Server wirklich mal geschlossen wird, also ein offizieller Server ja war. Aber gut, lässt sich nicht ändern. Ja, meine Brücke, die immer noch auf Fertigstellung wartet, weil ich halt immer wieder neue Sachen gefunden habe, die ich machen wollte. Somit bleibt auch sie unvollendet. Jo, hier unten habe ich angefangen. Das waren meine ersten Schritte, die ich unternommen habe, hier in dieser kleinen Lehmhütte. Nach hier oben gezogen und hier oben weiter ausgebaut. Hier hatte ich den Fahrstuhl angefangen, dass man also direkt von unten nach oben kommen konnte. So bündig wie eben möglich gemacht. Schön verkleidet. Auch das bleibt halt unvollendet. Hier hatte ich die großen Tiere schon stehen, wie Brontos, Diplodocus.
hier die kleinen Kreise, wo ich halt so Wachtürme hinstellen wollte. Auch die bleiben unvollendet. Das unten war mein Parkplatz. Da hatte ich überall die Artefakte drauf, die es komplett gibt. Auch die befinden sich auf dem anderen Server schon. Jetzt gehen wir noch mal rein, obwohl mich das wirklich recht traurig macht. Weil man halt alles so leer vorfindet. Ohne jegliches Leben fast. Alles abgebaut. So gut es geht, alle Ressourcen mitgenommen, was man halt mitnehmen konnte. Auch hier alles aufgeräumt. Tresore weg. Materialien weg. Dinos weg. Ein paar kleine Tiere muss ich leider hier lassen. Da es nicht passt auf dem anderen Server. Ich halt auf Island meine Rexia hatte für Bosskämpfe und so weiter und mit allen Zuchtdinos, die ich hier hatte, mit meinen Eierlegedinos und so. Da komme ich dann doch schon recht schnell an die 500er Grenze. Ja, und jetzt wo die meisten Tiere raus sind, sieht man erst, wie viel Platz wirklich hier in der Base ist. Beziehungsweise wie viel Platz war. Weil, wenn ihr es seht, wird die Base ja wahrscheinlich schon nicht mehr existieren. Ja, Fahrstuhl. Erst runter. Auch schön eingelassen halt. Mit der Elektronik im Turm. Ja, meine letzte Fahrt hier. Bisschen wehmütig das Ganze, ja. Die Stimme ist auch beschlagen, ja. Wie ich schon gesagt habe, ne, es geht definitiv nicht spurlos an mir vorüber. Aber es lässt sich halt nicht ändern. Türen auch mittlerweile habe ich sie alle auf. Ich habe sie ja eigentlich sonst alle zu, aber wozu? Auch hier nur noch leere Behältnisse. Und kann ich noch mal einen saufen? Das habe ich wirklich echt überlegt. Irgendwie einfach hier hinsetzen und dann mal meinem virtuellen Charakter hier die Kante geben. Jo. Ich nehme euch mal ein Gefilde mit, die ich halt nicht so sehr oft betreten habe mit euch.
es ja also nicht so direkt oder so oft vielleicht mitbekommen habt. Hier der eingebaute Industrieschmelzofen. Der freischwebenden Treppe halt. Ja, mein schöner Glastunnel, der mich schon fast zur Weißglut gebracht hat, wegen dem Aufbau mit den frei schwebenden Strukturen und so weiter. Hier begehbarer Turm, hier hätte ich meine wertvollsten Sachen, sagen wir mal so, drin. Da waren also auch Tresore drin und so weiter, in jedem Turm. Auch hier mittlerweile leer geräumt. Ein paar Resttresore stehen noch da, klar. Tja. So geht's. Zu diesem Aufgang hat mal einer gesagt, es würde aussehen wie in einem Super Mario-Spiel. Und halt so verwinkelt über verschiedene Rampen halt hier hochkommt. Das bleibt mir auch ewig in Erinnerung, dieser Kommentar. Ich fand's schön. Ja, hier oben mein Gebäude, wo ich meine Agentavis reingezogen habe, beziehungsweise damals die Flugtiere allgemein, die ich dann hier drin einfach gezähmt habe, hier durch das eine Tor rein geflogen, hier rum, hier sind die Vögel dann hängen geblieben und dann hier wieder raus und dann konnte ich beide Türen zumachen und gut. Joch, hier habe ich mittlerweile abgerissen, damit ich ja, die Tiere halt einfach rein und raus gekriegt habe. Ja, hier mein Glastunnel. Auch unvollendet geblieben. Hier sollte auch noch ein Turm drüber kommen. Tja, hab ich eigentlich. Ja, ich wollte es so ein bisschen genießen eigentlich noch hier so mein gebautes. Aber so richtig fällt es mir nicht leicht, es auch wirklich zu genießen. Ja, dieser Bau war nötig. Dieser kleine Kasten. Weil sonst hier an der Stelle halt ein sehr großes Loch entstanden wäre bei dem ganzen Glas an Glas an Glas. Thank you.
meine Stallungen. Auch mittlerweile nur noch von einem kleinen Wächter. Ansonsten ist nichts mehr. Meine Schafherde und meine Pferde sind mittlerweile komplett rüber. Der Rainbow Room. Mein erstes Experiment mit den farbigen Leuchten, die damals eingeführt worden sind. Wirkt jetzt im Hellen natürlich nicht, aber gut. Jetzt muss ich, glaube ich, noch mal was essen. Da habe ich aber noch Reserven hier gelassen. Auch die sind nicht möglich gewesen, mit rüberzunehmen. Oder beziehungsweise aktuell kann man sie nicht mehr rüberladen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber wenn ich aktuell versuche, Items im Ark hochzuladen, dann sagt er mir nicht möglich, da der Timer noch nicht abgelaufen ist. Und warte ich dann, dass der Timer abgelaufen ist, steht er bei 0,00 und ich kann trotzdem keine Items hochladen. Hier die drei sind noch die letzten Dinos, die ich mitnehme. Mein kleiner Quetz und die beiden Flieger. Der bleibt hier. Das war der, der vorher die Festung drumherum hatte. Für den Manticore-Kampf. Allerdings das geht ja mit dem, weiß ich gar nicht, mit welchem Patch das nicht mehr ging. Auf jeden Fall konnte man nicht mal mit dem Quetz da rein. Und da hatte auch er seine Existenz aufgebraucht. Ja, meine Riesenbaustelle hier drüben. Ja, und diejenigen, die den Bau auch hier von Anfang an begleitet haben und auch die Fertigstellung sehen wollten. Tja, ich kann nichts dafür. Ich hätte definitiv weitergemacht. An mir liegt es daher nicht, dass es nicht fertig wird. Ich kann in dem Verhältnis eigentlich nur sagen, dass ich zum Glück den Bereich auf Island weitergebaut habe und da die Base ja fertiggestellt habe. Das Video, das letzte Video schulde ich euch übrigens noch. Es kommt aber. Ja, ich hatte da auf jeden Fall dann eine gute Möglichkeit, die Dinos und das Material von hier komplett rüberzubringen. Das waren nochmal die Infos für meine Dino Mall. Wieso Dino Mall? Ja, ich hatte halt hier meine Tiere drin, die ich abzugeben hatte. Einmal Deutsch, einmal Englisch geschrieben. Wobei mein Englisch natürlich nicht so braucht ist, aber ich denke mal, man kann es lesen. Ja, Dinos for free auf der linken Seite. Dinos gegen ein Gebot, das waren immer die höherleveligeren oder halt Mutationen und so weiter. Die standen dann auf der rechten Seite. Und ich muss sagen, das ist sehr schön und sehr nett von dem Server angenommen worden. Viele Leute haben auch gefragt, ob sie ihre Dinos mit hier reinstellen können, die dann ebenfalls einen neuen Besitzer suchten. Habe ich gerne gemacht und auch das wurde von den Spielern sehr gerne angenommen. Gerade neue Spieler haben sich gefreut, wenn sie dann mal einen kleinen Anki wie den hier beispielsweise auch bekommen hatten. Und da mal richtig schön
anfangen konnten. Gerade am Anfang war halt. Oder sind immer die Materialien ziemlich schwer zu kriegen, und wenn man dann so mit ein, zwei Dinos aushelfen kann, dann macht man das ja gerne. Ja, hier unten sollte meine neue Brutstation entstehen. Auch hier war ich dran, den Boden komplett zu ebnen. Naja. Auch das bleibt unerledigt. Ja, ich bin auch im Moment der letzte auf dem Server. Alle anderen haben den Server schon fluchtartig verlassen, wie man so schön sagt. Ich werde jetzt noch zu meiner Mantis-Farm einmal hinfliegen. Zu der Metallbase. Und auch zur Desert-Wyvern-Farm. Und mich da auch dann einmal richtig verabschieden. Ich nehme euch dann natürlich mit. Dann könnt ihr einmal gucken. Denn ich glaube, das hatte ich euch auch noch nicht gezeigt. Dann düsen wir mal rüber. Nochmal einen Blick von oben. Wie ihr schon seht, hier sind ziemlich viele Metallspots. Und hier hatte ich dann meine kleine Metal Base hingesetzt. Ich glaube, die hatte ich euch noch gar nicht gezeigt. Jetzt bekommt ihr leider auch nur noch die Reste zu sehen. Hier stand auf dem Fleck noch eine große Schmiede. Großen Brennofen, meine ich. Wasserversorgung oben über Regenwasser. Hier die Ölpumpe. Ja, oben das Gehäuse, Gehege, da war immer der Landeort für den Quetz. Und hier unten standen die Ankis drin. Hier ist noch eine Ersatzpumpe gewesen, da ich die äußere immer offen für alle hatte. Da konnte also jeder jederzeit dran und sich die Ölvorrat rausnehmen, wie er wollte, wie er brauchte. Und der war halt dann hier für mich nochmal so im geschlossenen Bereich, weil es kann immer passieren, dass man zwischendurch mal was braucht und dann vielleicht gerade vorher einer da war und dann die andere Pumpe leer gemacht hat. Jo. Hier stand der Quetz dann drin. Konnte immer schön da draußen rausgucken. Hier hatte ich noch einen Safe stehen, den man dann von hier mit dem fertigen Metall aus der Industrieschmelze bestücken konnte. Na, kann man von hier aus gemütlich dran, durch das Fenster an den Tresor, hier an den Fabrikator und hier an die
ehemals vorhandene Schmiede. Schmelzer. Auch da muss ich mir einen adäquaten Ersatz suchen noch. Geht's zur Mantis Farm, bevor wir in den Desert fliegen, also zur Wyvern Base. Und die Mantis Farm ist das einzige, was ich wirklich im Rechteck-Style gebaut habe. Also ohne Schnickschnack. Einfach hochgezogen. Könnt ihr fast nicht glauben bei mir, aber es war wirklich ein abseits gelegenes Gehege und ohne viel Aufwand sollten da wirklich nur die Eier entstehen. Da ist er. Wie schon erwähnt, wirklich klumper Block, ohne irgendwelche großartigen Sachen. Zur Bestückung einfach die Dinos hier oben drauf und wenn ich dann hier hingeflogen bin und habe die Eier geholt, dann konnte ich immer hier und den Eingang habe ich hier so ein bisschen versteckt gemacht. Tja. Und auch ihr bleibt alle hier. Auch sie sind traurig, glaube ich. Obwohl ich sie hier sehr oft alleine gelassen habe, aber gut. Also es wird so melancholisch weitergehen. Ich verstehe es, wenn ihr sagt, ihr guckt euch das nicht an, weil ich mache es in erster Linie natürlich als Erinnerung für mich. Aber wenn ihr halt auch nochmal gucken wollt, ein Abschied tut halt immer weh. Werde ich jetzt mal mit Gamma arbeiten, was ich hier beim Rumschicken, Rumexperimentieren und so weiter dann schon alles gemacht habe, was normalerweise nicht mein Fall ist. Aber ich habe ja nur Material hochgeladen, runtergeladen, hochgeladen, runtergeladen und da war dann sowieso nicht richtig der PvE-Spielspaß dabei, weil es dann nur noch ans Umziehen galt. Ich kann mal ausprobieren, ich habe glaube ich irgendeinen Teil mit. Ob es mittlerweile funktioniert, wieder was hochzuladen, oder das wird wahrscheinlich nicht gehen. Da ist der Timer drin, den ich meinte. Ah, man kann. Sehr schön. Dann werde ich das mal eben ausnutzen.
weil das sind meine wichtigen Rezepte, die ich ja selber hergestellt habe. Mit damals 1050 Crafting Speed. Jetzt wäre ich auch noch angegriffen hier. Jetzt gibt es auch noch mal Action hier kurz vorm Ende. Ah, und jetzt kommt wieder der Erdrache, nehme ich mit. Danke. Also, Items kann man wieder hochladen. Da werde ich dann gleich doch noch mal gucken, ob ich ein paar Sachen noch mitkriege. So, für alle die, die es wissen, hier ist der Ark. Direkt hier drüber hinweg ist auf der rechten Seite gleich der Scar. Auf der linken Seite dann vor dieser alten Stadt mit dem riesen Amphitheater. Da habe ich dann meine Base gebaut und nicht hier dieses komische Krüppelhäuschen. So, dann bau dich mal auf. So sieht's aus. Auch hier habe ich mir Mühe gegeben, ein bisschen weg von dieser 0815 Optik, die man kennt, gerade hier mit dem Hauptgebäude. Sehr viel Platz da drin, man konnte ohne Probleme also etliche Tiere gleichzeitig schlüpfen lassen. Ob es jetzt Wüfern waren oder andere Fleischfresser, die ebenfalls hier hochgezüchtet wurden. Und auch hier alles offen für die komplette Community, konnte also jeder benutzen. Auf der einen Seite jede Menge Schmelzöfen zum Fleischbraten, weil hier in der Nähe des Gas konnte man immer gut die Wüfern abfarmen und dann hat man da das Prime Meat direkt rausgeholt, konnte es hier brennen und dann direkt da oben in die Kisten reingepackt und dann veredelt. Salz war hier. Muss ich eben wieder ändern. Hier habe ich die Eier dann schlüpfen lassen. Den Boden musste ich allerdings rausmachen, der war vorher komplett zu. Nur meine letzten Dinos, die ich habe hier halt schlüpfen lassen, die waren durch den Boden gebackt. Ihr kennt das Problem sicherlich mit den Eiern, dass die auf einmal unter den Foundation waren. Das hatte ich hier. Futtertröge auf der Seite. Schön mittig platziert, weil dann konnte ich in der Mitte bestücken und ringsherum wurden halt alle Dinos befüttert. Dann war es eine ganze Zeit lang möglich, Dinos schweben zu lassen, indem man so halt auf so eine Konstruktion setzte, weil die Dinos und man selber ja auf den Railings nicht laufen kann, sondern da schwebt. Und ich hatte hier noch einen Rahmen drumherum, der ist mittlerweile auch gewichen. Da habe ich die Tiere über die Rampen hier reinfallen lassen. Und dann haben die ohne großen Nahrungsmittelverbrauch hier auswachsen können. Eine Sache, auf die ich besonders stolz war, ist hier oben meine... Na, ich warte mal, vielleicht erkennt ihr es. Was möge das sein? Wir sind in der Wüste. Und da oben habe ich ein Gehege mit jede Menge Löchern im Boden. Da hatte ich meine Titanoboras reingepackt. Und zwar konnte man die mit einem Grappling Hook anschießen und dann mit einem Adler, den ich da unten stehen habe, habe ich die einfach durch hier oben, durch die Deckenöffnungen
hier reinfallen lassen. Und in der Zeit, wo man dann halt hier Wüfern gezähmt hat oder ähnliches, konnte man hier gut so 10, 20 Schlangen reinpacken. Und während die hier rumkrabbelten, wenn man unten halt AFK saß, wenn man den Wüfern gefangen hatte, dann konnte man immer alle halbe Stunde hier einmal durchgehen und sich genügend Eier farmen. Und das Schöne war sogar, dass die Titanoboas, also die Schlangen, die direkt hier in der Nähe waren, also die hier um die Base drumherum gespawnt sind, die blieben. Die blieben wirklich auch da oben drin. Das heißt, ich hatte nachher da 5 Schlangen drin, die konstant immer da waren. Auch wenn ich hier mal eine Woche nicht an der Base war und dann nur nach einer Woche hier zum Reaktivieren halt vorbeigekommen bin. Ja, Kühlschränke, sämtliche Aufhör. Alle Nutzer, die hier was machen wollten, konnten sich dann da ihre Utensilien reinmachen. Der rechte Kühlschrank war allerdings dann geblockt, da hatte ich meine Eier dann drin, die ich ausbrüten wollte. Jo, und damit haben wir's. Damit haben wir es abgeschlossen. Auch hier kann man sagen, es geht wirklich eine Ära zu Ende. Das war's. Ich denke, großartig kann ich hier an der Stelle nichts mehr zu sagen. An alle Zuschauer von euch, also an jeden einzelnen von euch, der mich hier begleitet hat, den ich hier auf dem Server kennenlernen durfte, der mir hier geholfen hat oder dem ich dann auch helfen konnte. Danke, dass ich euch kennenlernen durfte. Danke, dass ihr meine Videos so schön begleitet habt hier auf SE. Ja, und ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin treu, denn ARK habe ich bei weitem natürlich noch nicht ad acta gelegt. Neue Baustelle ist halt jetzt halt The Island. Da habt ihr ja auf dem anderen Kanal, beziehungsweise nicht anderer Kanal, das ist falsch, mein anderes Bauprojekt, das habt ihr ja noch gesehen, und das wird halt weitergeführt und jetzt natürlich schwerpunktmäßig. Es gibt ja keine Möglichkeit mehr hier zu switchen. Ja, dann schauen wir noch mal, ob sich meine Base abschließend aufbaut, und dann mit den letzten Bildern kann ich mich dann von euch und von dem Server dann verabschieden. Wenn man so die Bilder von hier oben sieht, vorher waren Dinos da drin. Jetzt sind wirklich nur noch eine Handvoll Dinos da, die nicht mit umziehen werden. Okay, bis die Base sich aufbaut, das dauert, dann sage ich an dieser Stelle, ja, alles Gute weiterhin. Schade, dass es mit SE ja auch so hat enden müssen. Ja, ganz besonders leid tut es mich für die Leute, die hier meinen neuen Bau, also meine Dino Mall, nachbauen wollten und da auch schon ein Fundament gesetzt hatten und so weiter. Da auch nochmal sorry an von meiner Seite aus, obwohl ich es halt nicht ändern kann. Ich hatte halt den Island-Server beenden wollen, beziehungsweise da das Haupthaus fertigstellen wollen. Und dann hätte ich mich hier rangesetzt und das fertig gebaut.
Nun ist halt alles anders gekommen und ja, dann müsst ihr halt ebenfalls genau wie ich mit leben. Ja, und während sich unten Stückchen für Stückchen die Base aufbaut, sage ich dann jetzt endgültig Tschüss. Danke, dass ihr mit dabei wart und dass ihr euch das Video hier auch angetan habt. Ich hoffe, meine Stimme war nicht allzu weinerlich. Ich habe es versucht, ein bisschen zu kaschieren. Ja. Aber, wie gesagt, Island geht weiter. Kann nur hoffen, bleibt am Ball. Ich werde natürlich am Ball bleiben. Und dann auch mal gucken. Ich habe euch jede Menge Sachen erzählt und versprochen in der Vergangenheit, dass ich die Videos noch machen wollte. Ich habe die definitiv nicht vergessen. Nur meine Prioritäten, die lagen halt definitiv anders. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber ihr kennt mich mittlerweile. Ihr wisst, dass es halt meine Videos nur gibt, wenn ich wirklich hinter meinen Videos stehe und auch qualitativ für mich ansprechende Videos machen möchte und nicht einfach nur irgendwelche Videos hochschmeiße. Also daher, bleibt mir gewogen.